Ich habe mich gefreut, dass die alten Freunde von mir und Mitstreiter, Bruno Labbadia, kommt extra aus Hamburg und Berlin angefahren, hat heute eine Deutschland-Tour hinter sich. Ja, und Ansgar hat auch gesagt, er hätte zwei andere Termine, aber er kommt sehr, sehr gerne rüber. Und Ronny, mit dem ich ja früher 88 ein Zimmer geteilt habe, ist auch mal wieder schön, mit oder gegen ihn zu spielen. Also sehr angenehmes Gefühl. Ich denke, dass in den letzten Jahren halt das wirklich schon fast auf sensationelle Weise die Kunstrasenplätze entstanden sind, die immer besser geworden sind, weil du einfach unheimlich viele Dinge machen kannst. Passspiel ist immer wichtiger. Du kannst auch hier gerade auf solchen kleinen Plätzen dieses Straßenkick so ein bisschen imitieren. Und deswegen finde ich solche Plätze mit so einem Kunstrasen aber auch dringend notwendig und bin da totaler Befürworter dafür. Wir hatten zwei, drei Fouls mal, wo Leute hingefallen sind, keine Brandverletzungen, Abschürfungen, so wie es bei den früheren Generationen war. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Und der Ball läuft genauso wie auf dem normalen Rasen. Man sieht es ja auch an der Halmlänge. Ich glaube nicht, dass, wenn du einigen Fußballern die Augen zubinden würdest, dass die den Unterschied erkennen könnten, ob sie auf Natur oder auf Astrogras spielen.